Hi Leute, willkommen bei Sortes TV und in der heutigen Ausgabe geht es um den Überlebenswillen, die Vorbereitung, die Ausrüstung, alles Mögliche, was mit Survival zu tun hat, denn wir leben in Zeiten, da ist der Krieg nicht so weit weg von der Haustür. Sortes TV. Ja, und da haben wir den Experten, der vorbereitet ist, der alles am Mann hat, ob das Messer sind, ob das Ausrüstung wie zum Beispiel Tarpsysteme sind, ob das Wasserfilter sind, was auch immer. Wir haben ihn, er ist vorbereitet und schwuppdiwupp kommt die ganze Nachbarschaft und stürmt ihn. Ja, das kann natürlich sein, wenn ihr in der ganzen Welt herum erzählt, hey, hier bei mir zu Hause, da gibt es Vorräte, da gibt es Trinkwasser, ihr riecht es. Ich koche hier mitten in der Apokalypse meine Suppe. Ja, Geheimhaltung ist natürlich sehr wichtig, wenn ihr vorbereitet seid und nicht wollt, dass jeder sich, an euch bereichern möchte. Gerade wenn ihr Kinder habt, müsst ihr natürlich aufpassen, eure größte Sorge gilt der Familie, dem eigenen Blut und nicht irgendwelchen Nachbarn oder sonst wem. Dann komme ich mal zum nächsten Beispiel. Und das nächste Beispiel ist der Typ, der wirklich auf alles vorbereitet ist, der körperlich komplett fit ist, eine sehr starke Persönlichkeit, ein Alpha-Tier, Messer, alles dabei, vielleicht sogar Schusswaffen. Er lebt für sich, vielleicht führt er auch eine Gruppe an. Genau diese Persönlichkeit ist auch sehr, sehr oft davon betroffen, hinterrücks, ja. Man darf sich nicht immer als den komplett starken Überlegenen geben, der dann zum Beispiel eisern durchzieht, denn viele Leute, die gerade schwächer sind, die nicht mithalten können und so weiter, möchten einen dann gerne ausstechen. Deshalb sage ich euch, ein bisschen Demut schadet nicht und jetzt fangen wir mit dem Video an. Das Allerwichtigste in Survival-Situationen ist, wie gesagt, nicht, dass man komplett vorbereitet ist oder dass man komplett körperlich super hyper fit ist, dass man die beste Ausrüstung am Mann hat. Das Allerwichtigste ist das Mindset. Wenn man überleben will, dann kann man auch 2, 3, 4, 5 Wochen abwarten auf den perfekten Moment, um an sein Zeug zu kommen, was man selber gar nicht gebunkert hat, indem man es jemandem wegnimmt. Das Mindset ist wichtig. Wenn ihr überleben wollt und dafür alles tun würdet, dann erhöht ihr natürlich eure Überlebenschancen von einer Person, die von Anfang an resigniert, die nicht weiß, wohin mit sich. Vorsorge ist wichtig. Vorsorge bedeutet, ihr solltet jetzt schon, Schritt 1, erstmal mehrere Kisten Wasser euch anschaffen. Ja, das habe ich auch. Ich habe 8 Kisten Wasser. Ihr könnt auch zusätzlich noch Tanks auffüllen. Es gibt verschiedenste Firmen, die Tabletten anbieten zur Wasseraufbereitung, dass euer Wasser sogar bis zu 6 Monate trinkbar ist. Gibt auch noch andere Tabletten, die machen es noch länger trinkbar, aber 6 Monate sollten wohl reichen. Konservendosen. Ja, auch Konserven sind natürlich wichtig. Alle Sachen, die irgendwie lange haltbar sind, da gibt es so viele Quellen im Internet. Ich muss da jetzt gar nicht anfangen, euch hier 20 Minuten voll zu quatschen, was man sich alles anschaffen kann. Es gibt verschiedenste Sachen, sogar vom Militär. Also geht einfach in den Laden, schaut euch einfach mal um, was ihr auch mögt, was hilfreich sein kann und kauft ein. Am besten ein kleines Regal von oben bis unten komplett füllen für den wirklichen Ernstfall. Kauft jetzt nicht einen kompletten Laden leer, lasst euch ein bisschen Zeit über die Wochen und Monate oder besucht mehrere Geschäfte. Wir wollen ja nicht, dass die Leute da irgendwie dann auf ihre Sachen verzichten müssen und genervt sind. Solche Ausrüstung, die Werkzeuge und natürlich funktionelle Kleidung ist wichtig. Informiert euch, dass ihr euch Sachen kauft, die schnell trocknen. Wenn ihr mal draußen unterwegs seid, guckt, dass ihr noch ein paar Regenmäntel zusammenlegt. Achtet darauf, dass ihr vernünftige Schlafsäcke habt. Und beim Kauf von Schlafsäcken würde ich persönlich darauf achten, dass sie eine Komfortzone haben von mindestens minus 10 Grad. Mindestens. Komfortzone bedeutet, dass man bei der Temperatur von, in dem Beispiel minus 10 Grad, immer noch komfortabel schlafen kann. Wenn dort steht, empfohlen bis minus 20 Grad, aber die Komfortzone ist minus 5 Grad, dann bedeutet es, minus 5 Grad ist schon ein bisschen frisch. Wir sind uns alle sicher, dass wenn ein Krieg ausbricht oder eine andere Katastrophe, dass wir nicht sofort alle in den Wald rennen und unsere Tarps aufbauen. Das ist, denke ich mal, allen klar. Es könnte eine Alternative sein, wenn man zum Beispiel in einer Großstadt wohnt und man weiß, okay, hier kommen Plünderer, hier sind irgendwelche Gangs und Clans, ich muss hier weg, das ist was anderes.
Aber im Normalfall bleibt man ja zu Hause und versucht in seinem Zuhause zu überleben. Versucht sogar, wenn möglich, in seinem Zuhause Feuer zu machen. Ich empfehle euch Spiritus und Gaskocher. Die sind relativ günstig. Man kommt natürlich an diese Gaskartuschen und an Spiritus gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt noch super ran. Da würde ich mir einen Vorrat zu Hause anlegen, sodass man ungefähr, wenn es gut läuft, auch wirklich 2 bis 6 Monate damit kochen kann, ohne dass es großen Ärger gibt. Ihr könnt sogar mitten in der Küche kochen, ja, weil zu Hause kann man ja schlecht ein Lagerfeuer machen, außer man will an einer Rauchvergiftung sterben und man will, dass jeder Nachbar sieht, hey, ich koche hier. Von daher würde ich sagen, bereitet euch davor und legt euch da einen Vorrat an. Wenn ihr jetzt sagt, ich habe einen Stromgenerator, was soll das? Ja, dann passt aber bitte gut auf euch auf, denn es kommen viele, viele neidische Nachbarn oder vielleicht sogar Gangs, die auf Streifzug sind, bei euch vorbei. Und wenn man nachts zum Beispiel bei irgendjemandem noch Licht sieht und alle anderen Häuser sind dunkel, da würde ich ein bisschen aufpassen. In einem absoluten Notfall, also wenn man wirklich weiß, hey, Katastrophe, würde ich natürlich Fallen ausstellen. Wo? Natürlich da, wo man in meine Wohnung reinkommt. Ob das jetzt Fenster sind, Türen oder sonst was. Ich würde Fallen stellen. Denn ein Freund klopft, ein Feind versucht sich Eintritt zu verschaffen. Und deshalb würde ich sagen, Fallen sind etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich habe jetzt nicht gesagt Todesfallen. Es kann ja auch ein akustisches Signal sein, das euch davor warnt, in Form zum Beispiel von einer kleinen Glocke, oh, jemand ist da unten an meiner Tür. Ne? Und deshalb verlasse ich jetzt das Haus, denn ich möchte natürlich niemanden verletzen. Wenn man also Wasser, Nahrung, Ausrüstung, wenn man alles parat hat und davon, wie gesagt, ich rede auch von Schlafsäcken, dass man auch vernünftig schlafen kann. Ihr könnt sogar ein Zelt in eurer Wohnung aufbauen, damit die Körperwärme innerhalb des Zelts bleibt und nicht sich bei hohen Decken zum Beispiel verteilt. Also es gibt verschiedenste Tricks, die ihr anwenden könnt. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach in den Kommentaren und ich werde mein Bestes geben, dort zu antworten. Auch euer Lager zu Hause sollte natürlich nicht in einem Vorratsschrank sein, wo es jeder sehen kann. Was ich eben gesagt habe, mit einem Schrank voll war die Masse gemeint, dass jeder sich so ein bisschen was vorstellen kann. Ich könnte natürlich jetzt auch sagen, okay, wenn ihr jetzt eine 3-köpfige Familie seid, jeder isst eine Dose am Tag, das dann auf 2 Monate oder 6 Monate gerechnet, dann kann sich jeder selber was ausrechnen, wie viel er da investieren möchte oder wie viel nicht. Aber verstaut die Sachen nicht an einem Platz. Wenn wirklich jemand kommt, selbst wenn es ein ganz freundlicher Verbrecher ist, der euch nichts tut und nur euer Essen mitnimmt, das Essen ist weg. Deshalb würde ich es in der ganzen Wohnung gut verteilen. Natürlich nicht offensichtlich, sonst ist es eine Ostereisuche für den Verbrecher, sondern wirklich so, dass ihr wisst, okay, da ist es sicher und falls man es findet, dann hoffentlich findet man nicht das. Wer ein eigenes Haus hat, der kann natürlich frei nach Belieben sich versteckte, ja, Wände, hohle Wände mit Rigips zum Beispiel irgendwo ranbauen oder irgendwelche Verschachtelungen in den Wänden errichten, kleine Geheimfächer nutzen, wie zum Beispiel bei der Badewanne, dort ist meistens eine Öffnung. Also es gibt wirklich verdammt viele Möglichkeiten, wie man seine Vorräte einfach vor fremden Menschen schützt. Ich würde sie jetzt nicht direkt im Keller lagern, schön alphabetisch sortiert. Ja, aber dann haben wir natürlich nur die halbe Miete erreicht, denn was gibt es mehr, als einfach nur vorbereitet zu sein? Und zwar, ja, körperlich fit zu sein. Fangt am besten jetzt schon damit an und macht jeden Tag 2-3 Mal Liegestütze, Klimmzüge, was auch immer ihr für Möglichkeiten habt. Liegestütze, denke ich mal, kann jeder irgendwo machen. Und versucht nicht die Ausrede, ja, aber ich habe hier Rücken oder ja, ich habe aber hier, Nein, jeder findet, und das behaupte ich jetzt einfach mal, egal wie eingeschränkt er ist, irgendwelche kleinen Übungen, die er zu Hause durchführen kann. Wenn man jetzt natürlich im Rollstuhl sitzt oder andere Behinderungen hat, da ist es natürlich nicht so leicht. Man hat es dann sowieso schwer in der Überlebenssituation. Da muss man dann gucken, wie kann ich meine Chancen am besten nutzen. Ich sehe nicht aus wie eine Bedrohung und höchstwahrscheinlich durchsucht keiner den Rollstuhl. Das bedeutet, ich könnte vielleicht versteckte Taschen oder sowas unter den Rollstuhl anbringen. Also egal, wie hoffnungslos die Situation erscheint, es gibt immer noch ein paar kleine Tricks und ein paar kleine Tipps, wie man sich wirklich schützen kann und wie man auch überleben kann. Kommen wir zum letzten Punkt und das ist das Wissen. Wissen ist gratis. Ich meine, guckt hier auf YouTube, ihr habt jetzt zum Beispiel mich angeklickt. Es gibt ja noch viele weitere YouTuber, die sich mit Outdoor und gerade dem Thema Survival beschäftigen. Zum Beispiel nehme ich mal den Hoboofen. Ja, ist einfach nur eine Dose, woraus ich mir einen Ofen bauen kann. Das könnte Gold wert sein, dieses Wissen verinnerlicht zu haben.
Und natürlich aus dem Handbereich zu wissen, okay, wie baue ich das Teil? Ja, das muss einfach so übergehen. Oder zum Beispiel, was ist mit dem Fischen? Was ist mit Angeln? Dazu habe ich jetzt nichts, aber ihr könnt andere YouTuber gerne verfolgen und euch ein paar Techniken aneignen. Selbst wenn ihr niemals angeln solltet, ihr wisst im Notfall, wie es funktioniert. Und auch die Kampfkunst ist wichtig. Ja, zum Beispiel die Selbstverteidigung in diesem Sinne. Dass ihr auch wisst, okay, wenn mich jemand angreift, sagen wir mal, der hat jetzt kein Maschinengewehr, wie kann ich mich schützen mit einfachen Griffen? Was sollte ich tun in der und der Situation? Bildet euch, schaut euch die Sachen an, bleibt fit, sofern es euch möglich ist und ja, denkt dran, Wissen ist kostenlos. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach verträumt durch den Wald gehe, in einer lebensbedrohlichen Situation, in einer Apokalypsenzeit, was auch immer, und ich weiß, okay, jetzt könnte mir hier gleich einer über den Weg laufen, ich muss aufpassen, dann passiert es oft, dass jemand über den Weg läuft. Und angenommen, der meint es nicht gut mit dir, weil du ja, guten Loot dabei hast, tollen Rucksack und so weiter, ach, den hau ich mal gerade kaputt, dann sieht es schlecht aus. Wenn du natürlich vorher dich schon ein bisschen gebildet hast, ein paar Kampftechniken gelernt hast, vielleicht sogar weißt, was ein Foxwalk ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit ein bisschen geringer, dass du entdeckt wirst, wenn du dich stealthmäßig bewegst, wie zum Beispiel mit dem Foxwalk. Das ist halt eine spezielle Gehtechnik, die sehr leise ist. Ja, wenn man ein bisschen paranoider unterwegs ist, dann lebt man auch länger. Und falls dir jemand über den Weg läuft, du aber sehr, sehr, sehr gut, ich sag mal, in der von mir aus Selbstverteidigung bist oder andere Kampfkunst, Kampfsportarten, falls du schon mal dich da ein bisschen reingefuchst hast, dann hast du nicht so viel Angst und so viel Respekt. Respekt schon, aber dann weißt du, okay, ich warte mal ab, ich gucke, was passiert. Du bist vorbereiteter. Und das ist halt wichtig. Wenn ich zum Beispiel durch den Wald gehe, in so eine Situation, ich würde erstmal natürlich stealthmäßig unterwegs sein, so eine Art Ghillie-Suit tragen. Wenn ich jetzt wüsste, okay, ich muss 80 Kilometer in die und die Richtung, dann würde ich nicht einfach da durchstapfen. Und ich würde natürlich schon einen Speer oder irgendetwas zur Selbstverteidigung gebaut haben. Und nicht einfach so wie ein Spaziergänger da durch die Gegend schlendern und darauf warten, dass mich jemand ablootet, weil ich einen tollen Rucksack habe oder weil ihm meine Stiefel gefallen. Wie gesagt, ich möchte euch hier keine Angst machen, keine Panik verbreiten oder jemanden aufhetzen, kauft euch Waffen. Es geht hier einfach nur darum, dass einem bewusst ist, dass es beschissene Situationen im Leben geben kann und dass man einfach nur ein bisschen darauf vorbereitet ist, sich vorbereitet, vor allen Dingen, wenn ihr Kinder habt. Dann lasst euch nicht erzählen, ach du mit deiner Panikmache, und lasst euch einfach nichts erzählen. Seid fit, seid stark, seid vorbereitet und wenn nichts ist, hat es nicht geschadet, hilft eurem Körper. Der Igel ist, sagen wir mal, gepanzert. Er hat Angriff und Abwehr zugleich, er hat seine Stacheln. Und wenn der Igel jetzt Angst hat, zu ertrinken vor einer Flut, weil es sehr stark regnet, dann ist der Fisch ein schlechter Ratgeber. Deshalb achtet darauf, wenn ihr mit jemandem über solche Themen sprecht, wie ist die Person betucht? Ist es eine Person, die einfach nur ignorant ist? Oder ist es eine Person, der es sowieso viel zu gut geht, die sowieso von Natur aus auf alles vorbereitet ist? Weil sie zum Beispiel reich ist, eine abgesicherte Villa mit Wachpersonal hat. Ich meine, wer kennt die Leute denn nicht privat? Nein, aber ihr müsst natürlich gucken, wer ist euer Ratgeber? Von wem nehmt ihr was an? Wie wollt ihr euch weiterentwickeln? Und mit wem sprecht ihr darüber, der zum Beispiel euer inneres Feuer, was gerade am Lodern ist, wo ihr sagt, boah, ich will mir Wissen aneignen, wer dieses Feuer wieder ersticken möchte? Wenn einmal das Feuer brennt in euch und ihr wirklich euch für eine Sache interessiert, euch rüsten wollt, bereit sein wollt, dann lasst euch das von keinem wegnehmen. Und das hat auch nichts mit Panik oder Schwurbelei zu tun. Das ist einfach nur ein gesunder Menschenverstand für sich und seine Familie, da zu sein. Auch wenn du eine Frau bist, das spielt gar keine Rolle. Ja? Es muss nicht immer der Mann, der starke Jäger und Beschützer sein. Das können Frauen nämlich genauso gut, wenn sie wissen wie. Wenn sie wissen, wie sie ihre Schwächen ausgleichen. Und das funktioniert zum einen mit dem Verstand und zum anderen mit dem Wissen. Also, in dem Sinne hoffe ich, dass auch euer Survival-Geist geweckt wurde.
Aber natürlich auf positive Art und Weise, dass man Lust hat, sich vorzubereiten und nicht, dass man sich fürchtet und jetzt losrennt und oh, ich muss schnell kaufen, die Welt geht unter, denn das ist totaler Bullshit. Bitte habt keine Angst, sondern freut euch einfach darauf, dass ihr vorbereitet seid, falls etwas passiert, und versucht immer positiv zu bleiben. Euer Sortis, macht's gut.